Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Es ist jetzt inzwischen stockdunkel geworden. Mein Fahrradlicht ist vielleicht auch nicht unbedingt das Beste und das Hellste, muss ich sagen. Aber wir sind jetzt im Wald angekommen. Also vorher bin ich ja die Straße lang gefahren und jetzt befindet sich vor mir der Waldweg, der tiefe, dunkle Wald. Und dort werde ich jetzt mal hier mit meinem Fahrrad weiterfahren. Ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob meine Reifen dafür besonders gut geeignet sind, um hier entlang zu fahren. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal diese Strecke hier langfahren, denn es gibt ja auch nur ein Vorwärts und zwei Zurück. Da ist es aus. Weil ich irgendwo drauf komme. Hier geht es doch ganz steil den Berg runter. Oder wo geht denn das Licht an? Ich weitermachen? Ich filme immer noch. Ach, du filmst immer noch? Aber ich sehe, man sieht nichts mehr. Ja, dann gib mir, sag ich dir. Ja, ich. Sowas gehört natürlich auch hier dazu. Vielleicht solltest du dich dann jetzt auch verabschieden und. Macht ja Ja. keinen Wind. Ach, du hast wieder dich gefilmt. Ach so. Soll ich mich verabschieden oder soll ich weiterfilmen? Dann filme ich halt so rum, dass man. Hä? Nee, 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 du Ach kannst. so. Guck, du kannst. Ich hätte gedacht, ich habe mich gefilmt. Ja, du hast Es ist mich. unscharf. Gut. Ich denke, mehr sieht man auch nicht mehr als nachts durch den dunklen Wald. Es ist wirklich schon stockdunkel inzwischen. Wenn das Blitzlicht aus ist, dann sieht man auf jeden Fall nichts mehr. Gut, also willst du noch was sagen zu deinen Fans? Dann war es das wohl mit dem Downhill-Video. Das ist aber, geht ja nur 3 Minuten lang, nicht wahr? Naja, aber ihr habt auf jeden Fall, denke ich, dann einen Einblick gesehen in diese Strecke hier. Wir können auch noch 2 Minuten und dann mache ich halt aus. Gut. Okay. Dann begleitet mich halt noch 2 Minuten auf die Strecke. In der Hoffnung, dass nichts passiert. Das ist übrigens, ich habe eine gruselige Entdeckung gemacht. Auf der Straße, auf der ich gefahren bin vorhin, stand mein Das hätten wir halt Name. mal filmen sollen. Das habe ich sogar gefilmt. Vielleicht kann ich es damit einstellen. Da stand mein Name auf dem Boden mit einem Pfeil. Und ich frage mich, warum dort auf dem Boden mein Name stand. Aber naja, dann werde ich mal noch ganz langsam weiterfahren. Ich denke, solche Strecken entsprechen mehr noch der Downhill-Dramatik. Dass man vielleicht gleich entsteht. Hier wird es auf jeden Fall schon wieder, muss ich sagen, mit dem Weg. Also es ist nicht mehr Downhill für Anfänger, sondern für Fortgeschrittene, oder? Kommt halt auch auf das Fahrrad an, welches man hat, würde ich sagen. Es ist vielleicht Downhill für Anfänger, aber da es hier stockdunkel ist, ist es vielleicht doch wieder eine andere Art von Downhill. Muss ich sagen. Man sieht halt nichts mehr von der schönen Gegend, von den Abgründen, die hier sind. Stimmt, man sieht nur noch die Hilfe. Nicht, dass
unser Kameramann gleich noch hinführt. Also ich versuche auf jeden Fall schön langsam zu bleiben. Und auf jeden Fall geht die Abfahrt noch ungefähr so 15 Kilometer. Also ja, so. Achtung, bei mir kommt jetzt wie was Übles auf der Höhe. Ja, ja, Sprungschanzen. Vielleicht fahr mal links rum. Ich glaube, es geht links. Ja. 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 Aha, und schon fährt sie nur noch halb so schnell. Ich fahre ja hier am Abgrund auch. Du bist ja da im Schutz des Hanges. Vorsicht, ein Ast. Ja. Mensch, jetzt bei dieser Stelle vielleicht mich nicht mal verabschieden. Ich werde vielleicht mich wieder melden in einem anderen Video. Ich bin ja geblendet und kann nichts mehr sehen. Das stimmt. Ich werde mich vielleicht in einem anderen Video ja. Vielleicht, wenn wir angekommen sind oder so, mal schauen. Aber ich hoffe, dass euch dieser zweite Teil hier von meiner nächtlichen Downhill-Fahrt gefallen hat. Wir sehen uns dann bald wieder, eure Gartenfee Maya. Bis bald.